Ja, es ist schon krass, wie Schminke das Gesicht verändern kann. Heute dreht sich alles um das Thema Make-up. Es gibt unzählige Produkte und deshalb wollen wir wissen, wie schminkt sich eigentlich Deutschland? Lena, so kannst du nicht losgehen. Wie, warum denn nicht? Hä? Naja gut, beim Schminken kann man tatsächlich einiges falsch machen. Aber genau deshalb bin ich heute auch nicht alleine unterwegs, sondern ich habe eine Expertin mit dabei. Es ist Nicola Weidemann. Sie ist Hair- und Make-up-Artist und bildet selber aus. Mit deinen Kenntnissen wollen wir heute mal schauen, ob wir irgendwelche Leute aufhübschen können. Ja, gerne. Ja, komm mal mit. Los geht's. Wir sind von Stern TV. Hallo. Schminkt sich hier jemand in dem Haushalt? Mit Sicherheit. Also ich nicht. Dann schon mal meine Frau, ne? Die schminkt sich. Hier, ich bin nicht alleine da. Ich habe eine Schminkexpertin dabei. Ja, wir würden natürlich gerne eine exklusive Schminkberatung für Ihre Frau Ihnen schenken, sozusagen. Ja. Wir dürfen rein und wollen uns das Schminkkästchen anschauen. Das ist aber jetzt peinlich. Nein, war nicht. Okay, dann kommen wir mal rein. Okay, ein Schminkkästchen hatten wir uns ein wenig anders vorgestellt. Und davon benutzen Sie alles? Nee, eigentlich nur die Wimperntusche, den Kajal und ab und zu vielleicht mal hier so ein... Hier so ein Zeug, ja? Genau. Hier sehe ich schon Mousse, Make-up. Das benutze ich jetzt nicht so häufig, ne? Nicht so viel, weil ich auch Sommersprossen habe und das sieht dann immer ein bisschen günstig aus. Ich könnte gerne ein paar Profi-Tipps geben. Okay. Ja. Ja. Machen wir das, ja. Oder? Das Problem ist nur, dass mein Mann in ungefähr 10 Minuten zum Friseur fährt und meine Kinder dann hier sind. Ist doch super. Der Mann geht zum Friseur und das Wohnzimmer wird zum Beauty-Salon verwandelt. Und die vierjährige Pauline hilft mit. Nicola, was sagst du denn dazu? Könnte man das dann auch mal hier verwenden? Ja, da können wir hinterher auf jeden Fall noch so ein paar Akzente mitsetzen. Und Akzente setzen wollen wir heute auf jeden Fall. Ich bin nicht die Expertin, aber Freitagabend, ne? Da können wir mal ein bisschen. Und los geht's, in der richtigen Reihenfolge. Zuerst bekommt Christina Nonn eine Feuchtigkeitscreme. Ganz, ganz wichtig, auf jeden Fall immer damit beginnen, weil das Make-up dann frischer aussieht. Mhm. Ne? Dann macht Nicola mit dem Augen-Make-up weiter. Wenn man eben erst das Augen-Make-up macht und das perfekt ist und dann danach alles, was runtergerieselt ist, sauber macht und dann eben die Foundation, das Make-up, das flüssige Make-up aufträgt, dann ist das eben alles tippitoppi. Ich hätte es jetzt anders gemacht. Ja, das machen die meisten Leute anders. Aber da hat man eben, so hat man Produkt gespart, ne? Und Zeit gespart. Das jetzt als, man kann's viele als kennen das Problem, dass der Lidschatten nicht lange hält oder rieselt. Damit das nicht passiert, beginnt Nicola das Augen-Make-up mit einer Eyeshadow-Base. Den Lidschatten verblendet sie mit einem Pinsel. Dann benutzt sie den Kajal. Ihr Tipp? Und um die Augen größer wirken zu lassen, setze ich hier jetzt auf die Wasserlinie so einen beigefarbenen Kajal. Aber ein beiger Kajal ist halt wichtig. Kein Esser, weil das Weiß ist oft zu plakativ und dann sieht das auch so billig aus. Danach werden die Wimpern nachgetuscht. So, jetzt mache ich eben alles unter den Augen schön klar und sauber, bevor ich dann das eigentliche Make-up auftrage, die Foundation. Und die beginnt Nicola mit einem sogenannten Concealer, um die Schatten unter den Augen abzudecken. Dann folgt das Make-up. Diese flüssige Make-ups, also diese sogenannten Fluids, genau die wurden von der Stiftung Warentest getestet. Insgesamt im Test 13 Produkte. Darunter dreimal zertifizierte Naturkosmetik. Das Alverde Mineral Make-up von DM, das Altera Nude and Matte Make-up von Rossmann und die Foundation von Dr. Hauschka. Getestet wurde unter anderem, wie gut die Produkte decken und ob sie auf der Haut natürlich und gleichmäßig aussehen. Außerdem haben die Prüfer untersucht, wie sich die Produkte verteilen und wieder entfernen lassen. Zur Verteilung des Make-ups hat unsere Expertin einen Tipp. Was wichtig ist, dass dann auf jeden Fall auch der Hals mitgemacht wird. Na, das machen ganz, ganz viele den Fehler, dass sie nur das Gesicht schminken und dann den Hals nicht. Und dann kriegt man einen Rand. Wir sind noch nicht ganz fertig. Da kommt noch eine Frau in den Stern-TV-Beauty-Salon. Christina Nonns Mutter Monika. Hallo. Wir machen Ihre Tochter da was hübsch. Oma dran. Und wie bist du jetzt so da dran gekommen? Ding-Dong. Ja, wir haben geklingelt. Und bevor der Ehemann gleich auch klingelt, deckt Nicola schnell mit einem Concealer letzte Fleckchen ab. Ein bisschen Puder gegen den Glanz. Dann optimiert sie die Augenbrauen. Beim Setzen der Konturen achtet sie besonders auf die Gesichtsform. Auch beim Rouge. Die 37-Jährige hat ein ovales, längliches Gesicht. Also nicht so, nicht so diagonal. Das würde das Gesicht eben noch schmaler machen und dann die Länge eben betonen. Und wir wollen ja das Gegenteil. Also setze ich es waagerecht.
Zum Schluss werden die Lippen mit einem dezenten Aprikot-Ton geschminkt. Fertig. Und genau zur richtigen Zeit kommt Ehemann Manuel vom Friseur zurück. Da kommt er, der Mann. Wow. Sie haben ja gesagt dezent. Wir haben unser Bestes gegeben. Ja, das super. Sieht gut aus. Gefällt mir. Ausgehen heute Abend. Ja. Oder Freitagabend? Ja, wenn die Oma aufpasst, Oma, dann kann man das gerne machen. Ja. Die Oma macht das jetzt selber und dann gehe ich auch aus. Okay. Ja. Christina Nonn ist happy, ihr Ehemann ist happy und unsere Expertin auch. Nicola Weidemann hat schon die ganz Großen geschminkt. Franziska Knuppe, Günther Jauch und sogar eine Königin, Königin Silvia von Schweden, beim Semper-Opernball in Dresden. Das war ihr Look. Wie war es denn, die Königin zu schminken? Ja, das war schon was Besonderes. Also das Besondere war, dass ich ganz wenig Zeit hatte. Und in 20 Minuten musste das halt tipptopp sein und ja, keine Zeit für Fehler. Naja, aber du bist ja Profi. Wir haben auch keine Zeit, denn der nächste Kunde wartet. Tatsächlich. Hallo. Hallo. Wir sind von Stern TV. Wunder, super. Bei uns dreht sich heute alles rund um das Thema Schminke. Oha, ja. Da hätten Sie dann noch Zeit für ein kleines Quiz? Wer ist das hier? Heidi Klum. Da sehen Sie. Normalerweise kennt man sie aber so. So, dann haben wir hier noch den zweiten. Was ist hier? Ist das diese Giselle, wie die heißt? Giselle? Nee, ne? Jennifer Lopez. Krass. Hätten Sie nicht erkannt, nee, oder? Nee. So aber ja. Ja, so ja, klar. So, als letzter haben wir hier noch. Kennt man doch auch, ne? Tipp? Ja, vielleicht hilft wieder das andere Bild jetzt. Name? Frauke Ludewig. Richtig. Das Interesse ist geweckt. Für eine Schminkberatung fehlt aber gerade die Zeit. Kommen Sie doch gerne später nochmal wieder. Ja, dann kommen wir später nochmal vorbei. Etwas besser. Ja. Daher geht's erstmal weiter. Und wir haben einen heißen Tipp bekommen. Tina Domin soll hier die Schminkkönigin sein. Aber ausgerechnet heute. Da habe ich nicht viel drauf. Ach, das hätte ich jetzt noch nicht gesagt. Die 45-Jährige kommt gerade vom Sport. Trotzdem lässt sie uns kurz rein. Dann zeigen Sie uns mal, wo Ihr Heiligtum so ist. Hier ist alles drin. Das ist Ihre Foundation. Ja, das ist die von Maybelline. Na? Und nehmen Sie die immer? Die war im Angebot. Die war im Angebot. Bei der Stiftung Warentest schneidet Maybelline nicht ganz so gut ab. Qualitätsurteil befriedigend, 3,1. Grund? Das Make-up enthält den kritischen Stoff D5, ein Silikon. Dieses lässt sich schwer abbauen und stellt in abwaschbarer Kosmetik ein Umweltrisiko dar. Testverlierer ist das Altera Nude & Matte Make-up von Rossmann. Das liegt vor allem an der Deckkraft. Qualitätsurteil ausreichend, 4,0. Frau Domin, wir hatten jetzt also einige Produkte. Wenn Sie jetzt mal so pro forma sagen könnten, wie viel Geld geben Sie im Monat für Schminke aus? Oh, wie im Monat? Sind das dann 10 Euro oder sind das dann 50 Euro? Nee. Also 10 bis 15 Euro. 10 bis 15 Euro im Monat. Ja. Die Schminkberatung heute ist kostenlos. Darf ich sagen, Sie haben so ein bisschen Schlupflied? Wissen Sie, wie Sie das Schlupflied schminken? Mhm. Also hier. Hier müssen Sie dunkel schattieren und hier das bewegliche Lid, also einmal zumachen bitte, das hier ist das bewegliche Lid, das muss hell gemacht werden. Und durch diesen Kontrast von hell zu dunkel hat man den Effekt einer Lidfalte und dann hat man kein Schlupflid mehr. Schade, wenn ich jetzt geduscht hätte, hätte ich gleich rausgehen können. Ja. Frau Domin muss duschen und wir haben ja noch einen Termin. Silke Marquardt hat nicht geglaubt, dass wir noch mal kommen. Aber wir von Stern TV, wir stehen zu unserem Wort. Hallo. Hallo. Schon wieder. Da sind Sie tatsächlich noch mal. Natürlich. So, und wir haben extra den tollen königlichen Schminkstuhl mitgebracht. Wahnsinn. Silke Marquardt hat 5 Kinder. Der jüngste ist 1 Jahr alt, die älteste Tochter 11. Zum Schminken hat die 43-Jährige wenig Zeit. Deshalb zeigt ihr unsere Expertin, wie sie es schafft, in wenigen Minuten frischer auszusehen. Nicola, was würdest du sagen? Wie lange dauert jetzt so ein, wenn du sagst, schnelles Make-up, das ist auch immer relativ? Also tatsächlich, wenn man dann Übungen hat, ja, dann geht das echt 2 Minuten morgens. Okay. 2-3 Minuten. Wir stoppen die Zeit. Unsere Expertin benutzt eine Glow-Cream für die Augen, damit die wacher aussehen. Ein bisschen Mascara, dann der Concealer. Zum Make-up gibt es noch einen Tipp.
Würdest du sagen, wenn man die Farbe nicht richtig trifft, dann mischt man einfach zwei verschiedene Farben und dann hat man seine Farbe? Genau, auf jeden Fall. Also Tipp von dir, eher immer zwei auf jeden Fall, ja. Foundations kaufen. Und am besten auch zwei Concealerfarben. Es fehlt nur noch der Lippenstift und, Achtung, noch ein Tipp zum Schluss. Und dann nehme ich den auch als Rouge. Einfach mit den Fingern. Das gibt immer so eine schöne Frische. Das sieht so natürlich aus. Sieht gar nicht aus wie Rouge, sondern einfach, als wäre man gut durchblutet. Wow. Na, das ging flott. Ich glaube, wir haben unter 5 Minuten. Wunderbar. Na ja, 5 Minuten und 7 Sekunden inklusive Beratung. Zufrieden? Ja, wunderbar. Ja, gefällt? Also, ja, hätte ich nicht gedacht. Denn die 43-Jährige hat schon mal ein Schmink-Fail erlebt. Vor 10 Jahren, ausgerechnet am Tag ihrer Hochzeit. Also das war so überschminkt, dass ich wirklich ganz blass und ganz weiß war. Irgendwie wie so ein Vampir, auch dann mit so einem roten Lippenstift und so. Und das war ganz schrecklich. Und darum, wenn einer sagt, soll ich dich schminken, sage ich, um Gottes Willen, bitte nicht. Zum Glück sieht es heute nicht so aus und wir haben eine glückliche Frau Marquardt. Ja, vielen, vielen Dank. Und zum Schluss wollen wir noch eine Frau glücklich machen. Sie könnte die Auserwählte sein. Worum geht es überhaupt? Es geht ums Thema Schminke, tatsächlich. Da sind Sie bei mir ganz falsch. Ja? Sie sehen mich total ungeschminkt. Bingo. Anja Baumanns ist genau die Richtige für den Promi-Look. Also Frau Baumanns, wir haben jetzt hier so ein paar Promi-Gesichter. Sie dürften jetzt quasi auswählen, welcher Look Ihnen am besten gefällt, so vom Make-up. Okay. Und dann würde Nicola probieren, das so gut wie möglich hinzubekommen für Sie. Sie könnten quasi jetzt auswählen. Barbara. Also, die Barbara soll's werden. Bevor es losgeht, kommt Tochter Selina nach Hause. Bei uns ist heute das Thema Schminke. Und deine Mutter wollte sich heute mal schminken lassen. Was hältst du davon? Weiß ich noch nicht. Sie will so aussehen wie Barbara Schöneberger. Ach so, okay. Die 17-Jährige ist skeptisch, aber wir haben ja heute eine Expertin dabei. Und so wird aus Anja Baumanns nach und nach Barbara Schöneberger. Wollen wir mal gucken, wie die Mama aussieht? Oh. Sieht total anders aus. Aber bevor auch Sie den Promi-Look sehen, präsentieren wir Ihnen die Gewinner der Stiftung Warentest. Den Testsieg teilen sich das Alverde Mineral Make-up von DM und das korrigierende Make-up Fluid von La Roche-Posay. Beide erhalten das Qualitätsurteil gut, 1,8. Alverde ist das günstigste Produkt im Test und kostet keine 4 Euro. La Roche-Posay mit knapp 20 Euro gut 5-mal so viel. Und jetzt unser Promi. Das ist ein gelungener Abschluss.